Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Witcher 3 Wild Hunt. Was für ein schöner sonniger Tag. Man sieht den Geralt vor lauter Hexern nicht mehr. Nee, vor lauter Sonne. Aber vielleicht ist Sonne Hexer, hä? Schauen wir lieber mal bei den Quests, was wir eigentlich gerade machen. Ach ja, genau. Wir treffen jetzt tatsächlich endlich Yennefer am Ort des magischen Kataklysmus. Und der Ort ist von hier gerade mal 400 Meter entfernt. 400 Schritte. Und ich glaube, da gehen wir hin. Einfach zu Fuß jetzt. Ein bisschen sprinten, dass der gute Geralt in Form bleibt. Und dann ab und zu mal springen. Das ist ganz gut. Dem geht dann immer die Ausdauer aus. Dann läuft er langsamer und dann kann er wieder sprinten. Wie nennt man das? Intervalltraining. Soll ja super effektiv sein. Na, nicht umsonst ist der Witcher so gut in Shape. Intervallsprinten. Oh. Das ist aber ein gefährlicher Wald hier, wenn da am Wegesrand solche Viecher lauern. Ah, mit denen habe ich echt schon schlechte Erfahrungen gemacht, ne? Die schießen auch noch irgendwie Zeug. Geralt, ich glaube, taktischer Rückzug ist angesagt. Falls wir uns mit denen nochmal anlegen wollen, sollten wir das besser planen. Aber ich glaube, wir gehen jetzt einfach. Wir treffen jetzt Yennefer, Geralt. Wir haben keine Zeit, die Käfer zu töten. Ach du, grüne Neune. Die hat auch noch einen Totenkopf über ihrem Kopf. Hey, kann das eigentlich sein, dass das Gebiet hier ein bisschen krass ist für unseren Geralt? Heilige Kartoffelkäfer des großen Johannes des Säufers. Seine Enkeltante. Was ist denn hier los? Weltenbummler. Na, guck mal. Da oben ist ein Fragezeichen. Da gehe ich aber mal schnell hin, wenn gleich da oben eins ist. Magie. Ein Ort der Macht. Magie. Du hast einen Fähigkeitspunkt erhalten. Herzlichen Glückwunsch. Jappa. So, da sind wir. Moisek. Man kann euch bis zum anderen Ende der Insel hören. Gut. Sollen doch alle erfahren, dass Yennefer von Wengerberg eine gewöhnliche Diebin ist. Pass auf, was du sagst, Druide. Ich habe nichts gestohlen. Ich habe mir nur etwas geborgt. Und ich werde es auch zurückgeben. Wie großzügig. Da gibt es nur ein kleines Problem. Wenn die Maske einmal benutzt wurde, ist sie nutzlos. Mal ganz abgesehen von dem Risiko, uns und alle Inseln lebendig zu begraben. Von wem hat denn der die Synchronstimme, Mensch? Der Alte. Ich finde, die Stimme passt nicht sehr gut zu dem, aber Mensch, die kenne ich. Ah, irgendeine ganz bekannte. Sag noch mal was. Übertreib jetzt nicht. Es ist nur... Nein, Geralt. Das ist kein nur. Der Legende nach erschuf Ouroboros eine Maske, nachdem die neidvolle See seine große Liebe verschluckt hatte. Er konnte es nicht ertragen, seine Geliebte niemals wiederzusehen. Also schuf er die Maske, um damit in die Vergangenheit zu schauen. Aber er wusste, dass er sie nur ein einziges Mal benutzen konnte. Also wartete er. Er wartete, bis sein Verlangen unerträglich wurde. Als die See von der Existenz der Maske erfuhr, reagierte sie sofort. Sie tat kund, dass jeder, der die Maske benutzt, sich ihren Zorn zuziehen würde. Sie würde sich in ihrer Rache erheben und alles und jeden unter sich begraben. Ja, das ist doch eine blöde Frage, wurde sie schon mal benutzt. Er hat ja gerade gesagt, sie kann nur einmal benutzt werden. Ach so, könnte natürlich sein, dass sie schon benutzt wurde, aber ist egal. Glaube ich trotzdem nicht. Woher hast du denn die Maske? Seefahrer des Dimun-Clans haben sie beim Jordgraben aus dem Meer gezogen. Wie kannst du dir so sicher sein, dass es Ouroboros' Maske ist? Ihr Aussehen wird in den Mythen genau beschrieben. Du glaubst an die Mythen? Nur Dummköpfe verharmlosen ihre Bedeutung. Und hier stehen nicht die Mythen am Pranger, sondern die Diebin. Ich komme nicht drauf. Ich kenne die Stimme.
Aber ich komme nicht drauf. Na gut. Ein Diebstahl auf der einen, Ciris Leben auf der anderen Seite. Ich sorge mich auch um Ciris Wohlergehen und schlug andere Schritte vor. Aber Yennefer hörte nicht einmal zu. Sie sagte, dass sie zu lange dauern würden. Sie will und braucht sofortige Ergebnisse. Sie war schon immer ein Hitzkopf. Stimmt. Dieses Mal hat sie aber einen guten Grund. Nichtsdestotrotz wird sie... Was? Was war das? Nein! Yennefer hat die Maske benutzt! Ein Sturm. Verdammt. Das ist aber nicht sehr nett von ihr. Ich hatte Moisek fast so weit, dass er uns geholfen hätte, bestimmt. Wer ist denn das da? Das ist aber nicht Ciri. YOLO, wer bist du denn? Hier hat aber wer oder was gewütet. Achso, ich muss, glaube ich, bei Moisak bleiben. Oder? Nee, da muss ich lang. Gerard, Vorsicht! Na toll. Was denn? Was denn Vorsicht? Oh. Ergib dich besser gleich. Ein Nebling. Au. Wo ist er denn? Ach, ist er schon tot? Ich glaube schon. Gut gemacht, Yennefer. Ah, Mist! Gut gemacht, Yennefer. Double Kill für Yennefer. Was war das? Einhörner. Verdammt, Yen. Ich weiß, dass es Neblinge waren. Ich meine, wo sie hergekommen sind. Die Macht der Maske hat sie beschworen. Moisak sagte, die Maske würde eine Naturkatastrophe heraufbeschwören. Was für ein Glück! Dann kann er ja direkt hineinspringen, um sie zu bändigen. Du weißt, dass er dir das nicht vergeben wird. Oh, das überlebe ich schon irgendwie. Und jetzt? Die Maske zeigt die Vergangenheit, aber nur an bestimmten Orten. Orten, an denen frühere Geschehnisse einen magischen Abdruck hinterlassen haben. Nimm sie! Ich soll sie tragen? Ja, ich wirke einen Zauber, mit dem ich durch deine Augen sehen kann. Nun, gehen wir. Hier entlang. Wäre cooler, wenn die... Da ist die erste Stelle. Die Wetterlautstärke hier lauter gemacht hätten. Weil die schreien zwar miteinander, aber als Zuhörer gibt es keinen Grund, warum die schreien, weil es ist super leise. Questgegenstand erhalten. Inventar, bla bla bla, erst anziehen. Okay, drücke R1 oder halte R1 gedrückt, um den Gegenstand zu verwenden. Dann setzen wir uns mal die Maske auf. Wahrscheinlich bei hier Questgegenstände. Oder auch nicht. Hä? Das ist sie wirklich nicht, oder? Das sind zwar einige Masken, aber nicht die, die ich brauche. Ach so. Warte mal. Ah, ich verstehe. Die ist so ein Gegenstand. Und wie benutze ich die jetzt? So. Ah, da sehe ich was. Funken. Hier ist es. Leg die Maske an. Irgendwelche Anweisungen? Behalte sie auf, bis wir alles gesehen haben. Geh nicht zu weit weg. Die Reichweite meiner Telepathie ist begrenzt. Was ist das? Ein Portal? Daraus kommen zwei Leute hervor. Die Frau war Ciri. Woher weißt du das? Sie bewegt sich so wie ein Hexer. Sie sind wohl hier entlang gegangen. Komm, suchen wir die nächste Stelle.
Okay, dir nach, Yennefer. Geh voran. Damit ich dir folgen kann. Das hab ich bei Brenner gelernt. Leg die Maske an. Oh. Pass auf! Was war das? Irgendeine magische Explosion. So stark, dass sogar das Echo gefährlich war. Ich wette, die hat den Wald zerstört. Aber Ciri und ihr Begleiter wurden nicht verletzt. Ich habe sie entkommen sehen. Ich bin gespannt, wohin. Ich auch. Er hält gar nicht mehr aus, der Geralt. Er ist schon so hibbelig. Gruselig hier. Gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Wer hier war, als es geschah, hatte kaum eine Chance. Ich weiß, was du denkst. Aber keine Sorge. Ciri kann auf sich aufpassen. Der ist sehr unkomfortabel gestorben. Bereit? Ach so, ja, ich bin immer bereit. Oh nein! Ciri wurde getroffen. Jemand jagte Ciri. Siehst du? Ich glaube, er hat sie verwundet. Sie ist durch ein anderes Portal entkommen. Weißt du, wo es hinführt? Die magischen Rückstände deuten auf Velen hin. Kannst du herausfinden, wohin Ciris Begleiter geflohen ist? Sein Portal muss in der Nähe sein. Ich versuche es herauszufinden. Komm! Okay, aber warum schreien wir eigentlich so? Darf ich dich eigentlich Jenny nennen? Leg die Maske an. Jenny from the Blocks. Toller Kampf. Hat den anderen mit Magie abgewehrt und ist dann durch ein Portal geflüchtet. Ein Magier? Sieht so aus. Wo sieht denn die, dass der durch ein Portal geflüchtet ist? Aber gut, okay, von mir aus. Nehmen wir. Das waren Ciris Begleiter und der sie verletzt hat. Woher weißt du das? Ich weiß es nicht. Ich schätze nur. Sie tauchten beide auch in den vorherigen Visionen auf. Ciri hat einen mächtigen Verbündeten. Wohin ist der Magier geflüchtet, der mit Ciri hier war? Seine Spur führt auch nach Velen. Aber die Zielkoordinaten seines Portals unterscheiden sich von Ciris. Die Explosion muss seine Teleportation gestört haben. Ich bin in Velen zufällig Keira Metz über den Weg gelaufen. Sie sagte, ein Magier hätte sie nach Ciri gefragt. Würde mich nicht wundern, wenn das derselbe war. Wer immer das auch sein mag, er wird zunehmend interessanter. Vielleicht hat der Zauber etwas von ihm übrig gelassen. Es klart auf. Moissac hat wohl das Wetter unter Kontrolle gebracht. Das heißt, wir werden ihn gleich wieder am Hals haben. Oh. Und? Seid ihr jetzt zufrieden? Seht nur, was ihr angerichtet habt. Würdet ihr auch jemanden umbringen, wenn ihr dadurch Ciri finden würdet? Reg dich ab. Der Sturm ist vorbei. Ihr habt alles unter Kontrolle. Noch. Aber wie wird es nächste oder übernächste Woche aussehen? Sei nicht hysterisch. Hier ist deine Maske. Sie ist wertlos. Jetzt ist sie nur noch als Aschenbecher zu gebrauchen. Hast du Aschenbecher mit Löcher. Etwas dadurch erfahren? Und ob. Ich rede mit Geralt. Du, mit dir bin ich noch nicht fertig. Also? Wir glauben, dass hier ein mächtiger Fluch gewirkt wurde. Angesichts des Waldzustands klingt das einleuchtend. Wisst ihr auch auf wen? Noch nicht. Aber wir wissen, dass Ciri hier war. Kam mit einem Magier aus einem Portal. Jemand jagte sie. Sie kämpften. Ciri wurde verwundet, konnte aber fliehen. Wohin? Wohl nach Velen. Der Magier hat ihr ein Portal geöffnet. Dann kämpfte er gegen ihren Angreifer. Und? War's das? Wir haben etwas Interessantes herausgefunden. Eine Sache müssen wir noch untersuchen. Da ist etwas unter dem Baum. Kannst du... Ich kann. Bitte nicht fallen lassen jetzt.
eine Rüstung der wilden Jagd. Aber ich kann leider nicht damit interagieren. Ach so, jetzt wahrscheinlich. Die Rüstung ist sauber. Kein Blut, keine Kerben. Ciris Freund hat ihn... Wie nennt ihr das? Desintegriert. Erstklassige Rüstung. Den Hersteller erkenne ich aber nicht. Ich weiß nicht einmal, woher sie stammt. Vermutlich, weil sie einem Reiter der wilden Jagd gehört hat. Was? Es ist also wahr. Die wilde Jagd. Das hatte ich befürchtet. Erst hier, dann auf Hinnasfjall. Was wollten sie? Sie suchen nach Ciri. Aber warum? In Ciris Adern fließt das ältere Blut. Ihr Stammbaum reicht bis auf Laradorn zurück. Darum hatten die Frauen ihrer Familie immer außergewöhnliche Fähigkeiten. Aber ist das wirklich so wichtig? Ciri ist außergewöhnlich. Sie reist zwischen Orten und Welten. Raum stellt für sie kein Hindernis dar. Darum will die wilde Jagd sie gefangen nehmen. Wo du von der Jagd redest. Sie ist auch auf Hindasfjall aufgetaucht? Nun, es geschah ein paar Wochen, nachdem der Kataklysmus hier auf Ard Skellig zugeschlagen hat. Die Geister fielen abends über Lofoten her, in einem Schneesturm, der für die Jahreszeit sehr ungewöhnlich war. Die Inselbewohner sagten, sie hätten ihre Hütten gestürmt, jeden Widerstand niedergemetzelt und seien dann teuflisch lachend ins Landesinnere galoppiert. Gibt es Überlebende? Etwa ein Dutzend Frauen und ein alter Mann. Nächster Halt, Hindasfjall. Wir treffen uns am Strand bei Lofoten. Bei Lofoten? Weißt du was, gehen wir gleich zusammen dorthin, oder? Okay. Warte, wollen wir zusammen gehen? Jetzt gleich? Du verabscheust doch die Teleportation. Ich mag auch keine Tränke, aber wenn ich muss, dann trinke ich sie. Du trinkst auch, wenn du nicht musst. Nun gut, gehen wir. Bleib in meiner Nähe. Viel Glück. Lasst mich wissen, wenn ihr etwas Neues erfahrt. Genau, weil dann machen wir gleich die Questreihe weiter, würde ich sagen. Why not? Why not? Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich auf Hindasfjall war. Wenn ich mich recht entsinne, geht es hier nach Lofoten. Hä? Das war jetzt ein bisschen verwirrend. Ich dachte, wir teleportieren uns nach Lofoten. Geschleifte Hütten, frische Gräber. Hier muss es sein. Da gibt's eine Art Versammlung. Der Zeitpunkt ist schlecht. Für Gespräche über die wilde Jagd gibt's nie einen guten Zeitpunkt. So, Leute. Machen wir hier mal Schluss für heute und morgen gehen wir mal mit Yennefer nach Lofoten und verbrennen uns die Pfoten. Hoffentlich nicht. Bis dann. Ciao.